Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty, mit Voucher und mit Rasimir. Ich hatte tierische Pläne, hier den Kochskill heute hochzukriegen, dass wir die Küchen bauen können. Aber es ist so, dass wir halt mit diesen Eintöpfen und so nicht allzu viele Punkte bekommen. Ihr seht, ich bin tierisch überladen. Das liegt daran, dass ich ganz viel Zeugs hier vorgeräumt habe. Ich habe auch schon ganz viel gemacht. Würde das jetzt aber hier abbrechen, dann verräumen wir die Sachen, schlafen. Denn der zweite Sommertag hat uns Wolle gebracht. Auch wenn die Schafe geschoren sind, ist es ja im Managementbereich zeitlich abhängig. Das heißt, da kommt über Zeit trotzdem Wolle rein. Und dann gehen wir kurz verkaufen, holen uns das Rezept, das uns fehlt. Und dann bauen wir den Sattel und dann gehen wir endlich los mit dem Esel. Die drei Eintöpfe mache ich noch kurz fertig. Dann verräumen wir erstmal ordentlich. Ich muss mal gucken, wie viele Punkte wir hatten. Gestartet bin ich bei 1372 Punkten. Habe schon mal eine Fuhre Eintopf gemacht. 1372. Schauen wir mal, wo wir jetzt stehen. Wir dürften eigentlich recht nah dran sein. So. Bämchen. Technologie. Und 1422. Also so 50 Punkte hat es gebracht, was ich jetzt hier gemacht habe. Das ist nicht allzu viel, gell? Jetzt pass auf, es wird auch gleich wieder hell, weil wir gehen dann pennen. Ich muss jetzt allerdings kurz hier erstmal ein paar Sachen rausschmeißen. Die Eintöpfe nicht, aber das Fleisch mal kurz rauskleppern. Ich kann mich im Moment noch nicht mal umdrehen, weißt du? So und so. Dann gehen wir ganz kurz abladen. Wie gesagt, es wird gleich hell. Ich habe jetzt die Nacht ein bisschen genutzt einfach auch. Und dann hauen wir ab. Lumli lumli lum. Truhe. Seht ihr, hier war ich auch schon fleißig, also ist ein bisschen was zusammengekommen schon. Dann hauen wir jetzt die noch rüber. Den, den, den. Den Kohl haue ich noch komplett rüber. Dann muss ich Schalen wegräumen. Ich habe nämlich auch noch Schalen nachgecraftet, dass wir wirklich genug haben. Ich habe auch schon eine Idee, wenn das jetzt mit den Küchen irgendwann erledigt ist, weil das kommt ja früher oder später, dass wir das dann geschafft haben. Halt die Fackel. Hallo? Dann werden wir oben beim Schweinestall die Schnitzelfabrik machen. Also da kommt dann auch wirklich nur Fleisch, wird da hergestellt oben im Schweinestall bei der Küche. Und die Küche hier unten wird so eine kleine Gourmet-Geschichte. Da machen wir dann, holen wir uns auch mal ein Rezept für Brot, für Omelette und so. Und hier wird dann mehr oder weniger das Hochkaliber-Zeugs gebaut. So, hier liegen auch nochmal Karotten. Wo hat es denn das andere jetzt hingeballert? Kann sein, dass es hinten rausgeflogen ist. Ich muss gucken. Das liegt irgendwo da drin. Geh mal in die Ego. Wo habe ich denn das Zeugs? Da, ne? Fleisch. Fleisch. Liegt noch mehr rum? Zinnbarren liegen da hinten noch. Ach ja. Da liegen ja noch Zinnbarren rum. Gut, dass wir Zinn holen gegangen sind, aber es sind jetzt auch nicht mehr allzu viele Barren. Aber gut, dass sie noch da sind. So, meine Lieben, jetzt gucken wir, dass wir noch gepennt kriegen. Oder sollen wir gleich durchmachen? Ich weiß es nicht. Also, dann kann jetzt einmal zurück Fleisch. Die restlichen Skillpunkte holen dann unsere Leute. Die Karotten können zurück. Jetzt habe ich irgendwas rübergeschmissen. Weiß aber nicht mehr was. Den einen Apfel, den können wir auch rüber machen. Soweit dazu. Ein, zwei Eintöpfe für uns. Wir haben jetzt 1.21 Uhr. Da pennen wir auf jeden Fall nochmal, würde ich sagen. Ja, komm her. Was? Eisenbolzen. Ja, die liegen gut da unten. So, Leute. Jetzt freue ich mich dann gleich mal auf den Sattel. Wir müssen allerdings, ich meine, das Zeug, was ich verkaufen will, habe ich, glaube ich, schon drin. Das müsste reichen. Wir brauchen nicht allzu viel Knete. Bisschen Dünger habe ich auch tatsächlich schon gemacht, wie ihr seht. Was wollte ich denn jetzt hier rüberschmeißen? Die Zinnbarren erstmal. Komm, wir jumpen kurz vor und pennen. Lumli, 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 lum. Kurz hier reinglinst. Ah, schön, alles auf 100%. So, hier auch nochmal kurz reinglinst. Ein Linserchen geht immer. Jo. Jo, dann lass uns mal schauen. Wir haben jetzt dann Ziegenmilch. Wir haben Eier von den Hühnern. Das kann man nochmal ein bisschen nachjustieren. Muss ich mal reingucken. Dann haben wir Materialien von den Obstbäumen. Ist mittlerweile auch schon ein bisschen was da. Das war so eine kleine Gourmet-Küche. Weißt du? Dass wir vielleicht Eintöpfe als Haupt Gourmet-Mahlzeit nehmen und dann ein paar Prozent auf Omelette und so. Müssen wir mal gucken. Morgen. Hoch ist es ruhig. Okay.
Spatzel, alles klar bei dir? Ja, guck mal, ich habe ganz viel Fresse, ich bin schon groß. Du bist doch ein kleiner Süßer. Ich muss mal kurz gucken, aber das ist alles auf 100%. Das Verlässlichste, was bei mir im Dorf momentan gemacht wird, ist Viechfutter herstellen und Tiere füttern. Okay, auf geht's. Baldomir, du warst mir schon immer suspekt ein bisschen, gell? Morgen. Salü. Hoi. Erstmal verkaufen. Komm, wir jumpen gleich direkt rüber. Ich habe doch schon alles gerichtet. Es müsste normal alles da sein. Lumli-lumli-lumli-lum. Na, 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 na. Und dann holen wir uns das Wollrezept. Dann machen wir unseren eigenen Wollgarn erstmal ganz gemütlich, ne? Und dann könnten wir auch vielleicht einstellen. Jetzt wollte ich im Moment rüber und wollte Honig holen. Wisst ihr, wie ich meine? Anderes Spiel, anderes Spiel. Naja. Aber 7 Days ist momentan schon gut, alles, wie sich alles entwickelt hat mit der Alpha 20. Aber das gehört ja hier nicht her. Jetzt pass auf. Morgen. Inga, Inga, warte mal. Inga, Inga, Inga. Hail, friend. Hey, servus, Inga. Guck Here. mal, für deinen Vater. Bierfläschchen, wo nichts drin ist. 150 Knete haben wir schon, weißt du? Was habe ich denn noch überlegt gehabt, was ich hergebe? Also einen Trinkschlauch, den sponsere ich ihm. Ich habe da noch was gehabt. Ich habe da noch mehr. Das Wollezeug kann ich nicht verkaufen, das brauche ich. Pass mal auf, willst du die zwei Eintöpfe? Siehst du? Nee, dann habe ich es wieder zurückgeschmissen, glaube ich. Den einen Knüppel könnte ich noch hergeben. Vielleicht auch für ihren Mann, wenn sie einen hat. Was soll das heißen, Wautsch? Goodbye. Goodbye. So, auf geht's. Technology. Guck mal, noch 80 Pünktler, dann haben wir es geschafft tatsächlich. Bams, würde ich da mal sagen. Dann gehen wir in die Näherei 2 nahe, holen uns das Wolgan-Rezept und sind fröhliche, glückliche Besitzer von weiteren 84 Münzen. Plus das Fachwissen, wie man Wolle macht, beziehungsweise wie man Wolle zu Garn verarbeitet. Und jetzt müssten auch um die 8 Wolle zusammengekommen sein für das Garn, das uns noch gefehlt hat. Ihr wisst, was es bedeutet? Wir werden jetzt den Esel ausrüsten. Und zwar so weit komplett, dass nur noch die Hufen fehlen. Tasche bei meinem Gleichbauen. Sattel. Dann nehme ich mal meine Spitzhacke auf jeden Fall trotzdem mal mit. Und dann gehen wir mal gucken. Ich meine, die Mission jetzt einzusammeln ist natürlich nicht mehr wirklich sinnvoll, weil die verfliegen ja in einer Saison. Aber wir lassen uns das nicht nehmen, hier zu gucken, ob eine dabei ist, wo wir vielleicht gleich erledigen können und Tech-Punkte einkassieren, ne? Spatzel, kümmere dich um die Esel. Ich hol gleich einen ab, striegel den schon mal, den Guten. Der lässt sich nicht striegeln, der ist stur wie du. So, Moike. Ein fettes Salü in die Runde. Oh, Bo-bo-bo-bochen. War gerade überrascht. Guck mal. Da würde ich doch mal eiskalt behaupten, der Herr des Monds ist da. Der Herr des Monds. Was stelle ich mal ins Mondfeld rein? Dieser Mohn ist kein Huhn. Liebe Gemeinde, liebe sedile Gemeinde, ich bin der Mohnbauer. Und wen sehen wir denn hier rumschlabber? Einen wunderschönen guten Morgen, Peppin. Ja, Peppin ist so mein Spezialdörfler. Peppin ist ein Guter. Also, pass auf, ich nehme schon mal raus, was ich denke, was ich rausnehmen muss. Und zwar beginnt alles damit, dass wir auf jeden Fall Zinnbarren brauchen. Wir brauchten die zwei Wolle. Wir brauchten Leder, wenn ich es noch richtig weiß. Leinengarn brauchten wir. Leder brauchten wir. So, Rasimir. Dann schau mal, was noch fehlt. Gestern Nacht der Küche benutzt. Alles gut. Hab alles sauber gemacht. Ich werde eines Tages Schneider. Und dann mache ich lauter Schneidereisachen. So, Schneidertisch. Mit der Näherei habe ich es aber auch, oder? Dobrovoja schafft hier. Und es ist alles da an Mats. Nun gut. Erstmal den Wolgan herstellen. Selbst ist der Mann. Selbst ist der Mann, wenn er Wolle spinnen kann. Bämschen. Rasimir, du bist der Allerbeste. So, jetzt gucken wir mal. Uns fehlen noch zwei Leinengewebe.
Schwupp. Sag mal, wo ist denn die abgeblieben heute? Schafften die jetzt nichts? Dobrovoja! Ich wette ja, dass sie sich direkt an den Platz hockt, wo ich jetzt gleich ran muss. Aber ist egal, dann schicke ich sie kurz weg. Leinen, Jewebe. Fupp. Dobrovoja, wo läufst du denn hin? Das ist der längste Weg zur Arbeit. Meine Damen und Herren, wir bauen uns einen Sattel. Stick, Strick, nee, Trick, Stick, Mäh. Jawohl. Tasche machen wir uns auch gleich und dann stellen wir hier ein. Rohe Materialien brauche ich ja nicht Wolle, ne? Also kann es auf jeden Fall zu Garn verarbeitet werden. Und die Tasche bitte einmal. Also Wolle zu Garn und Leine, Flachs brauche ich, glaube ich, im Moment auch nicht. Also das können wir alles zu einem gewissen Maß schon mal verarbeiten lassen hier in der Näherei. In der Näherei, in der Näherei. Die Näherei ist dabei. Zur Production. Einfaches Säckchen gehen wir dann her, würde ich sagen, auf 70% oder sagen wir mal auf 2 Säckchen am Tag. Das reicht ja. Machen wir so. Dann haben wir 38, 15, 19 Punkte auf Wolgan. 19 Punkte auf Wolgan und 19 Punkte auf Leinengarn und Leinengewebe und so, das stellen wir uns dann her, wie ich mich halt mal wieder geil verrechnet habe. 13, 14, 14 Punkte. So Mäusle, dann weißt du, was du zu machen hast. Ich gehe zum Esel. Stinkst wie Sau, geh dir mal duschen. Nix, wir duschen automatisch, wenn wir ins nächste Ding rübergehe. Die habe ich verkauft. Dann muss ich noch mal ganz kurz mir 2 Eintöpfchen schnappen. Weil ich es kann, weil ich es kann, weil ich es wieder kann. Scharwüppelchen. Schlüttel aus dem Schlauch. Ganz kurz noch mal geguckt, ob sich hier was tut. Noch 69 Pünktchen. Komm, wir gucken mal, ob das Säckchengeschäft, ob man da schon was abverkaufen können. Nee. Aber wir könnten ein paar Fackeln mitnehmen. So, Leute, auf geht's. Hallo? Schere erforderlich. Nee, das müssen wir jetzt nicht unbedingt. Auf der anderen Seite, wenn ich sie nur einstecke hätte. Ich habe sie aber, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, ich habe sie zurückgelegt, wo sie gehört. Machst du hier den Pförtner? So ist recht. Und du auch. Sehr gut. Jetzt geht's los. Wir reiten den Esel. Wo ist denn dein Bruder? Ah. So, mal gucken, ob ich jetzt ein Reittier habe. Ja, mein Stückle, komm. Alles gut. Alles gut. Wir haben die Satteltasche gemacht. Kleine Satteltasche rüber. Kleine Satteltasche. Hä? Ey, da war doch was, gell? Gegenstände sortieren. Ach, Gegenstände sortieren. Mit was lege ich denn die jetzt an? Nee, so nicht. Stapel dran, Gegenstände sortieren. Ich musste doch irgendwie auf den Esel rüber wechseln erstmal, ne? Zum Reittier wechseln. Ich glaube, so war es. Und jetzt kann ich beim Reittier sagen, ausrüsten. Unser Esel kann jetzt 55 Kilo tragen. 4 Kilo sind schon mal Eigengewicht. Und ich würde sagen... Ach, das geht ja jetzt auch. Ja, das geht ja jetzt auch. Also, Bravo-Quest. Auf geht's, mein Süßer. Der stinkende Bock, den du riechst, bin ich. Ja, oder? Wie ist denn schöner? Ich find's fast so schon wieder geiler. Also, so ist es auf jeden Fall geiler.
die Herren und... Huch! Ich musste es probieren. So, Mäusle. Lass mich mal kurz absteigen. Brrr. Ach, schöne Animation. Ich hol dich gleich. Geht gleich weiter hier. Hallöchen, Falibor. Kann ich dir helfen? Ja! Könntest du mir bitte eine Axt besorgen? Ich werde auch nicht vergessen, dich dazu. Ich nehme sie mal an. Ich glaube aber, dass der mittlerweile auch eine bessere Axt von uns haben will. All das Mehl habe ich vergessen. Was will er? Eine Stein... Zwei Steinäxte. Jo, ist ja kein Problem. Ich habe das Mehl vergessen, ne? Großartig angekündigt. Dann werden wir mal ganz kurz den Kamikaze ins Dorf machen. Dann holen wir gleich die zwei Steinäxte. Ich finde es total schön, dass ich das jetzt sehen kann. Dilili, dili. Volles Leben hat es noch. Energie, naja. Er ist jetzt nicht der energetischste, aber das sind wir ja alle nicht. Wir sind ja zum Entspannen hier. Pferd ist natürlich viel schneller, ne? Aber ein Esel ist immer ein Unikum irgendwie. Wie schön, dass man das jetzt sehen kann. Ich feiere das tierisch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hallo, Sedilia. Ich bin schon wieder da. Hallo, Ziege. Hier, das kommt langsam. Es sind ja noch ganz wenige Tiere hier unten. Aber guck mal. Schafe, Ziegen beim Reinreiten ins Dorf. Die Gänse schlappen dir über den Weg. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Oben die Schweine. Ey, wir müssen ein paar Obstbäume noch ausbringen dann die Tage, ne? So, pass mal auf. Ich kann ja aus allen Körnern machen, ne? Also nicht aus Flachs, aber Haferkorn. Er will ja nur ein Mehl. Ich mache mal 5 Stück. Dann bräuchte ich Steine. Weiß ich aber nicht, ob da noch welche gesammelt werden aktuell. Nee, weil wahrscheinlich keine Spitzhacke mehr drin ist. Dann lasse ich sie da. Das wäre mal wichtiger. 2 Steinäxte will der. Die mache ich dann unterwegs geschwind. Stückle, das Mehl muss ich kurz, warte mal eben. Ich hole dich gleich. Machen wir mal hier kurz die Zweige weg. Wie viele Zweige brauche ich denn? 20 oder sowas, gell? Zehn und ein Stein habe ich jetzt offensichtlich erst gesammelt. So, lass mal kurz gucken. Jo, noch 2 Steine und 10 Sticks, aber das haben wir ja gleich. So. Lum, lululum, lum. Darf ich mal ganz... Ich weiß, hier habe ich wieder... Digga, wir haben es doch besprochen, wenn ich reinkomme in den Stall, tu so, als ob du arbeitest. Ein Mehl. Will der nur, ne? 5 habe ich. So, mein treuer Gefährte. Wir gehen gleich weiter. So. Das war's schon. Ne, 2 Steine brauche ich noch, hast du gesagt, gell? Und wenn du dann noch Bestätigung kriegst von deinem eigenen Esel, was willst du denn noch mehr? Habe ich jetzt gerade 2 Steinäxte oder ein Messer aus der Sink gemacht? 2 Steinäxte haben wir. So, Digga, auf geht's. Gehen wir nochmal zum Falibor rüber. Wenn der Sambo etwas gesprächiger wäre, hätte ich ja gesagt, wir gehen kurz rüber und zeigen uns. Guck mal, wie schön mit dem Mond. Bisschen akkurat vielleicht. Das hätte man noch ein bisschen verwilderter machen können. Wäre auch noch eine coole Idee, dass man, sage ich mal, bei den Feldern eine Rundform oder so hätte anlegen können teilweise. Du, dich nehme ich natürlich auch mal mit dann, wenn du groß bist. Aber jetzt im Moment würdest du zusammenbrechen. Gut, wenn wir zurück sind, müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir bald ein Haus aufbauen für die neuen Köche. Wir müssen, vielleicht ein bisschen Werkzeug herstellen für die Grabungsschuppenleute. Und dann machen wir irgendwann eine große Erzrunde mit dem Esel. Und das Maultier nehmen wir auch mit. So. Hallöchen, Bubelchen. Ich würde mal sagen, wir sind bodenständig. Wir haben einen Esel, kein teures Pferd. Digga, ich habe deine 2 Werkzeuge. Hallo, hier sind deine Äxte. Ich danke dir vielmals. Ich zeige dir ein paar Tricks. Nee, brauchst nicht. Ich kenne alle. Tschüss. Küche 2 freigeschaltet. Habe ich nicht mal drauf geachtet.
Ja, sehr gut. Unser nächstes Ziel ist Baranitsa. Quest abgeben. Leute, wir können die zwei Küchen umbauen morgen. Machen wir morgen gleich direkt. Herbst ist natürlich erstmal wieder Visite. Wie sieht's bei unseren Leuten aus? Dann haben wir im Herbst Kontrolle, Tiere, Reparaturen. Und dann bauen wir die zwei Küchen auf. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wenn hier Banditen kommen oder Wölfe. Müsste ich normalerweise bei den Banditen versuchen zu flüchten. Und bei den Wölfen, die muss ich abwehren, sonst machen die mir meinen Esel tot. Ja, mach mal langsam. Ein bisschen Ausdauer da ist, wenn ich flüchten muss. Jetzt kriege ich natürlich tierisch Bock, gerade die Küchen in Angriff zu nehmen. Jetzt gehen wir mal die Quests ab. Das musste einfach feiern dann. Auch wenn es jetzt 80 Folgen plus gedauert hat, bis ich reiten konnte. So stelle ich mir das vor. Man braucht ja keine edlen Gewänder und alles. Ich würde jetzt vielleicht im Winter nicht zwingend die Strumpfhose anziehen, aber ich würde, glaube ich, auch so mit einfachen Klamotten rumlaufen, mit Zeugs machen. Hallo? Dörfler. Du bist der beste Esel der Welt. Ich würde am liebsten dich sogar noch füttern. Wartest du kurz? Wartest du kurz? Hallöchen, Popöchen, Hunimir. Ja, und hier ist alles, worum du gebeten hast. Ich danke dir vielmals. Ich habe ein paar Münzen für Notfälle zurückgelegt und ich glaube, du hast sie dir verdient. Jetzt werde ich anfangen zu kochen. Wie der Heisebeck, der hat auch gekocht. Warum hast denn du schon wieder gelacht? Hast Freunde gefunden? Nicht? Gut. Pass auf, Mäuschen. Mach mal Tutki klar noch, oder? Ich würde zwar gerne die Küchen daheim umbauen, aber jetzt sind wir einmal mit dem Esel unterwegs. Dann mach mal Tutki noch klar, komm. Vielleicht können wir da noch geschwind die Landwirtschaftspunkte oder sowas bekommen. Ich möchte nur aus meinem Bächlein trinken da unten. Lass mich mal kurz reingucken. Technologie. Wir sind jetzt hier. Die Mine ist noch weit. Sag mal, ich gucke ja jedes Mal aufs Neue rein. Das interessiert mich nicht mehr, der Baum so wirklich. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Der Kuhstall liegt bei 3,5. Der kommt auch bald. Also Kuhstall wird nochmal ein Thema, denke ich, oder? Und 1600 zum Marktstand. Ich meine, wenn die beiden Küchen aufgebaut sind und wir wirklich auch ein bisschen hochwertigere Lebensmittel herstellen lassen oder auch selber vielleicht herstellen, dass wir ein paar Rezepte holen, dann gehen auch die Punkte schneller, ne? Man kann jetzt zwar den Spielstand umstellen, ich habe das schon mitbekommen, aber das ist dann bei mir nicht mehr das gleiche Spiel, wenn ich da jetzt was irgendwie, weißt du? Ich bin da ein bisschen anders gestrickt. Also ich bin tatsächlich einer, der da nicht alles sehen muss, aber seine Gemütlichkeit, die darf man nicht nehmen. So, trink du auch was, Digga. Ich würde dich so gern füttern. Ich würde dir dann so einen Apfel rübergeben. Weißt du? Das wäre so das, was ich machen würde. Einen Eintopf brauchst du nicht unbedingt. Den wollte ich dann schon selber essen. Das war so die Idee dahinter. So, ich hoffe, du hast dich voll geballert. Geh mal nach Tutgi. Querfeldein, so soll es sein. Mit dem Esel sind wir mobil. Querfeldein, so soll es sein. Mit dem Esel sind wir im Spiel. Wir springen über den Zaun und brechen uns den Huf. Schabdabidu-Muf. So, gut gemacht. Guter Esel. Hättest du ruhig sagen können, dass ich noch gar nicht da bin, Stückle. Willst du durch den Wald wirklich? Und was ist mit den Wölfen? Ich habe eine Fackel dabei, sagst du? Ja, das schon, aber. Das wird schon, hat er gesagt. Gut. Dann vertraue ich dir mal, Eselchen. Du wirst wissen, du bist ja schon länger auf der Welt. War nur ein Fuchs. Schnauften da so? War das der Esel, wenn er am Anschlag ist? Glaub schon, gell?
Ich dachte gerade, hinter uns ist irgendwas her, weil es geschnauft hat. Ist das nicht eine coole Vorstellung zu der Zeit dann, wenn es wirklich so ein ruhiges Tal wäre, in dem du aufwächst? Harte Arbeit, die kleinen, feinen Sachen, die einfachen Dinge im Leben noch wichtig. Und du bist dann derjenige, wo hier sogar ein Esel hat, weißt du? Hallo, ich bin der Werber von Sedilia. Wie geht's euch? guck mal, da sind deine Eltern, glaube ich, noch, wenn sie nicht verkauft worden sind mittlerweile. Dann dürfte das ein Halbgeschwisterle von dir sein, vielleicht da hinten. Guck mal. Ja, ich glaube, die kennen sich, hat er gesagt. Also ich hol dich gleich, Mäusle. Wo ist denn hier der Questi-Mesti? Oh, schwere Unterhaltung hier am Start. So, hast du was Interessantes für mich, Raimund? Oh, du bist ja wieder da. Ich bin der Bruder vom Unigustel. Na, du bist zurück. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen, ist klar. Ich habe vor, zur Jagd zu gehen. Kannst du ihn für mich besorgen? Tut mir leid, nee. Ich wollte schon wieder das Feuerle anmachen. Okay, Tutki hat nichts für uns gehabt. Dann würde ich doch jetzt behaupten, jetzt ziehen wir es durch, oder? Jetzt ziehen wir es durch, Leute. Gehen wir wenigstens noch ein, zwei Missionsstützpunkte. Ach Gott, Kühe muss ich ja auch bald. Kommen wir mit dem Esel durchs Wasser? Ah, ich habe vergessen, dass du ein X-Men bist. Ja, du bist da, ich bin da. Wir beide gemeinsam gehen jetzt hier rüber nach Rolnica. Rolnica, Rolnica. Hier liegt immer noch das Holz rum. Komm mit einem ordentlichen Sprung, oder? Ja, du packst es. Du bist ein gutes Eselchen. Das Beste. Das sieht echt aus wie ein Wutz. Das will ich immer ganz kurz angucken, ob der dann auch wirklich sauber wird wieder. Ne, also wir merken uns mal dieses Gesicht hoch. Jetzt ist der Schmutzbalken weg. Tatsächlich, das Gesicht ist ein bisschen sauberer. Jetzt sind wir halt schon hier, weißt du, dann hören wir auch kurz hoch. Es geht ja alles viel schneller jetzt mit dem Esel. Ich freue mich schon auf den Herbst jetzt. Herbst ist wieder viel Dings halt, ne? Dürfen wir nicht vergessen. Lehmfelder, aber keine Schaufel zu sehen spontan. Das war der Hase. Hier ist Lehm, aber da sind Steine. Ist egal. Herbst dürfen wir nicht vergessen. Reparatur müssen wir machen und wieder auf die Felder achten. Aber wir haben 6 Leute. 4 davon sind Feldarbeiter. Wir haben Dünger. Wir haben Säckchen. Wir haben Spitzhacken, also Bodenhacken. Das ist alles da. Hier haben wir doch auch schon mal die Chance gehabt, Landwirtschaftspunkte zu kriegen, ne? Upsi. So, Mäusel, ich bin gleich wieder da. Du wartest wieder. Das kennst du, das Prozedere, ja? So. Na da, mein Freund. Kann ich dir bei was helfen? Trinkschlauch willst du? Das, mit dem Trinkschlauch. Bringt uns ja keine Dings, gell? Aber ich habe doch bestimmt einen dabei. Nee. Nee, nicht wirklich. So, Leute. Der Sommer neigt sich dem Ende. Tutki haben wir ausgelassen. Denika wäre noch eine Chance. Denika ist da hinten. Ja, also, auf geht's. Machen wir noch Denika und dann gehen wir heim. Machen wir noch ein Stück Heimweg zusammen vielleicht. Muss mal gucken gleich. Oder ob wir in Denika dann einfach einen Cut machen und wir sehen uns dann morgen. Da ist ein Wolf, ne? Jetzt sehen wir es gleich. Lassen die nach, wenn ich ins Wasser gehe? F5. Da war Zeltplatz. Der hat ja ganz schön zugesetzt, gell? Tut mir leid, Batzel. Mach du mal hier kurz Haarpausler. Jo. Nächstes Mal steige ich ab.
Setzlinge. Brett. Mich hat er doch aber auch erwischt, gell? Ruckzuck verlierst du dein Tier, wenn man nicht aufpasst, ne? So. Du wartest hier, ich mach das. Ich will doch kurz gucken, was da für Loot liegt, ne? Ich gehe da natürlich. Dann gehen wir morgen geschwind auf, bevor wir rübergehen in die nächste Folge. Machen wir kurz Dedica klar. Gut. Die lassen sich nicht für immer ablenken. Wow. Wow. Oh, das war knapp. Das war knappi-mappi. Haja. Jetzt müsste ich rübergehen, die Wölfe töten. Dann habe ich jetzt keinen Bock. Geht doch, Dedica. Wir lassen diesen Lootspot jetzt aus. Die haben es gut gemacht, die Wölfe. Junge, Junge! Ist nicht ungefährlich, ne? Wenn man dann so reingeht mit der Fackel und es klappt nicht. Komm, wir gucken noch Dedica, ob das eine Mission ist, die uns nochmal schön Punkte bringt. Ansonsten schneiden wir uns rüber und dann gehen wir morgen gemeinsam heim. Ich habe mir jetzt gerade überlegt, der Ausflug mit dem Esel, der erste, den schneide ich nicht zusammen. Denk dran, dass hier auch ab und zu mal ein Wolf war, ne? Dann ist das erstmal nur so. Die haben sich aber schnell ans Holz gewohnt, dann ans Feuer gewöhnt, die Wölfe, oder? Ah, schon nicht schlecht. Jetzt ein bisschen das Adrenalinspiegelchen angekurbelt. Hast du gesehen, wie schnell ich im Menü auf dem Heiltrank war? Irgendwie habe ich aus Schreck geklickt. Auf jeden Fall war ich im richtigen Moment, im richtigen Punkt. Hallöchen, Popöchen. Wölfe draußen bei euch im Wald? Nee, keine gesehen. Gibst du im Wasser? Dankeschön. Das ist der Dagobert hier, ne? Dago. How are you? Mir geht's gut und dir? Ich habe meinen Bogen verloren. Ja, das ist nicht das erste Mal, dass du deinen Bogen verloren hast, ne? Da kann ich dann nicht helfen. Ich bin doch nicht der Bogenmacher vom Tal. Mathilda. Entschuldige, hast du zufällig etwas Wolle dabei? Brauchst du welche? Ja, ich mache ein neues Kleid und brauche dann welche. Sonst hätte ich ja nicht gefragt. Frag nicht so dumm zurück. Warte mal geschwind. Dann kriegen wir bestimmt Punkte. Dynastiereputation. Wolgan wird sie uns geben. Ich würde eine Wolle verlieren. 38 Münzen. Weißt du was? How are you? My wares never disappoint. Ah, ich habe nur eine Wolle bei. Ich habe nur eine Wolle dabei. Sag mal, du Stück. 37 Wolle Eistecke und dann Wolle, Wolle. See you soon. Ja, see you selber soon. Nick mir mal Arsch, gibt kein Wolle. So. Easy. Komm, die bescheißen einen hier nur. So, Leute. Auf geht's. Beziehungsweise, ich cut uns rüber. Wir werden morgen heimgehen, gemeinsam. Vielleicht machen wir in Gostovia noch kurz halt. Wir sind ja gleich drüben. Schauen, ob die Mission noch was Schnelles ist für uns. Vielleicht 20 Bäume für Landwirtschaftspunkte. Ansonsten geht's morgen drüben weiter in Sedilia. Da, wo so viele Menschen sind hier. Hier geht's weiter. In unserem Viertelchen. Und dann werden wir die Küchen herrichten, Wohnhaus bauen und dann die Küchen ordentlich einstellen. Freue ich mich auf euch. Bis dann.